Und was überhaupt nicht geht, und dafür gibt es eine glatte 6, ist ein ungeschliffenes Messer an euch, an uns, an die Kunden zu verkaufen. Hallo? Hallo, liebe Radfreaks! Herzlich willkommen zum zweiten Teil zu meinem neuen Rasenmäher. Er mäht tatsächlich. Ich habe ja einen ersten Teil gebracht, wo ich den Mäher ausgepackt habe und kurz vorgestellt habe. Ich habe leider nicht gemäht in dem Video. Es tut mir leid. Ich weiß, manche waren enttäuscht, dass ich dann nicht auch gleich ein paar Mähszenen gezeigt habe. Aber es ging nicht. Wir hatten ihn am Freitag bekommen und ich habe ihn gleich ausgepackt und ich wollte ihn natürlich euch gleich zeigen und habe gehofft, dass die Akkus noch kommen am Wochenende. Aber sie kam zwar, aber nur einer. Und da sind zwei Akkus drin. Soll ich mal gucken. Zwei 7,5 Amperestunden. Kann man mal rausnehmen. Genau. 7,5 Amperestunden, 324 Watt, 43,2 Volt. Ich habe keine Ahnung, was das heißt. Das sind die richtigen Akkus, die da rein müssen, damit er auch lange mäht. Und ich habe jetzt schon ein paar Mal gemäht. Die sind immer noch auf drei Balken. Wunderbar. Hier ist der An- und Ausschalter. Kann man auch rausnehmen. Eine Sicherheitsschalter, wenn man unten ans Messer ran will. Und das war das Problem. Ich habe nämlich nur einen Akku bekommen und das Ladegerät. Und den zweiten Akku hatte die Firma vergessen mitzubestellen bei Stieger. Die Firma musste mir dann den Akku nachliefern und der kam erst dann fast eine Woche später am Mittwoch, in der darauffolgenden Woche. Und das war mir zu spät, um jetzt noch was zu filmen. Also egal, lange Rede, kurzer Sinn, zweiter Teil. Hier ist er, der Mäher im Betrieb. Ich erzähle euch, was ich ja nach den ersten Versuchen, nach den ersten Mähabenteuern Gutes und Schlechtes schon festgestellt habe. Es war nicht nur gut, kann ich gleich verraten. Viel Spaß in dem Video, bleibt dran, es geht gleich los. Ja, lieber Radfix, das Erste, was schon mal wichtig ist, er macht tatsächlich Streifen. Der Mäher zeichnet Streifen auf die Rasenfläche. Und das ist ja genau das, weswegen ich ihn gekauft habe. Ein Sichelmäher mit Walzenantrieb, der dann eben tatsächlich ein Streifenmuster auf der Rasenfläche erzeugt. Und das war natürlich das Hauptziel in Kombination mit Akku und Elektromotor selbstverständlich. Kein Benzinmotor. Ich habe tatsächlich festgestellt, weil ihr mich darauf aufmerksam gemacht habt, dass es auch sogar von Stihl einen Benzin, allerdings noch benzingetriebenen Sichelmäher mit Walzenantrieb gibt, mit geteilter Rolle. Der hat keine geteilte Rolle, kommen wir gleich noch zu. Nur für England haben wir natürlich das Ding gemacht, nicht für Deutschland oder Europa, sondern für England. Da gibt es eben sehr, sehr viele Rasenbesitzer, die gerne Streifen auf ihre Rasenfläche zeichnen und die eben gerne mit einem Walzen angetriebenen, auch Sichelmäher und auch natürlich Spindelmäher, mähen. Und das ist hier in Deutschland nicht so üblich. Deswegen auch damals die große Frage, sterben diese Mäher aus oder gibt es eine Renaissance für diese Rasenmäher? Ob es der Rasenfreak hinkriegt, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ich finde, das sieht natürlich ziemlich cool aus. Ja, könnt ihr auch mal sagen, wie ihr sowas findet. Genau, hat Vor- und Nachteile. Kommen wir jetzt erstmal zu den wichtigsten Punkten. Geräusche, Akustik. Er ist nicht leise. Also es ist jetzt kein säuselnder, leiser Mäher. Er hat aber eine sehr angenehme, relativ dunkle,
ja, Geräuschkulisse. Ich finde ihn sehr angenehm. Es gibt überhaupt kein Pfeifen, was ich ja ganz furchtbar finde. So ein hochfrequentes Pfeifen von Elektromotoren. Kennt ihr das Thema? Altes Video, blende ich jetzt nicht ein. Hat er überhaupt nicht. Er läuft relativ dunkel, sonor, würde ich sagen, so von der Akustik. Aber man hört ihn. Ich habe auch einen Kommentar von euch gerade gelesen, dass der Honda, allerdings in der, ja, glaube ich auch in der 47er Breite, dass der Honda mehr auch sehr leise sein soll mit Benzinmotor. Das ist gut. Das ist wichtig. Also die Maschinen müssen leiser werden, denn wenn wir eine schöne Rasenfläche haben wollen, eine kurz geschnittene Rasenfläche haben wollen, dann, ich gehe mal ein bisschen runter, Schatz, dann müssen wir öfters mähen. Und je öfters wir mähen, desto mehr stört es natürlich unsere Nachbarn. Und das ist mir ganz besonders wichtig, dass ich da möglichst wenig, ja, Lärmbelästigung erzeuge. Könnt ihr ja auch mal kommentieren, wie ihr das so seht. Genau. So, ich habe jetzt gleich hier auf meiner kurzgeschnittenen Fläche das Gerät ausprobiert, weil, und das muss ich jetzt mal kurz einschieben, weil ich tatsächlich hier vor einer Woche hier richtig Rambazamba gemacht habe. Ich habe nämlich hier vertikutiert, das hohe Gras sehr kurz gemäht, ich habe nachgesät, ich habe gesandet, ich habe gedüngt. Also ich habe das ganze Herbstprogramm durchgezogen. Ich habe jetzt kein großes Video dazu gemacht. Und das sieht man natürlich. Also gerade am hohen Gras, wir springen mal ganz kurz hier hin, am hohen Gras sieht man viele Lücken und viele Schadstellen, wo jetzt der Vertikutierer doch eine Menge Rasen rausgerissen hat. Das war aber auch Absicht. Ich habe auch hier brutal gleich auf von 40 auf 145 auf 30 mm runtergemäht, um den Rasen tatsächlich ein bisschen zu stressen, damit die Nachsaat sich auch gut behaupten kann. Das ist natürlich noch schwieriger auf der kurzgeschnittenen Rasenfläche. Die ist ja sowieso schon sehr dicht, aber auch hier habe ich ganz leicht in den Boden reingeschlitzt mit dem Vertikutierer. Und man sieht aber, wie schnell jetzt hier die Fläche schon wieder dicht oder zugewachsen ist nach einer Woche. Das ist erstaunlich. Aber an den einen oder anderen Stellen sieht man noch so eine gewisse, ja, Aufgelockertheit, so ein paar auch Schäden und so ein paar auch, hier nicht so. Aber das ist ja auch die große Stolonifera. Na doch, hier so ein bisschen sieht man das noch, dass hier doch eine ganze Menge Schlitz. Ich habe über Kreuz geschlitzt, habe ich vergessen zu sagen. Über Kreuz habe ich vertikutiert, um hier wirklich die Saat gut in den Boden reinzubringen. Und ich denke, dass jetzt so nach einer Woche, spätestens jetzt zum kommenden Wochenende hin, die Saat auflaufen wird. Ich habe eine reine Festuca rubra Poa pratensis Nachsaat verwendet. Eine sehr individuelle Mischung. Darüber werde ich auch nochmal ausführlich in einem späteren Video etwas erzählen, warum und weshalb ich das jetzt so gemacht habe. Ganz kurz gesagt, wir wollen ja hier unseren Grasbestand verändern. Den Rotschwingel, die feinen Gräser versuchen zu etablieren, versuchen zu fördern. Und deswegen habe ich vor allen Dingen das Gras nachgesät und ein bisschen Pratensis, damit das, die Lücken auch schnell geschlossen werden. Das war so die Idee. Aber machen wir nochmal ausführlich. So, jetzt, ich hoffe, es war nicht so lang. Jetzt zurück zum Mäher. Akustik habe ich ja schon gesagt. Einstellung ist super. Und zum Beispiel hier, das habe ich jetzt gerade gemerkt, ist diese Kugel locker. Das sind so Sachen, und ihr habt auch sehr viele interessante Kommentare zum Thema Stieger unter das letzte Video geschrieben. Ihr habt teilweise wirklich sehr schlechte Erfahrungen gemacht mit der Stiegerqualität. Und das ist so eine Kleinigkeit. Ne? Hier, die Kugel war nicht richtig festgeschraubt. Noch eine Kleinigkeit, wenn du das hier mal vielleicht versuchen kannst zu filmen. Hier ist so eine Gummitülle, wo das Kabel eingeführt wird. Und diese Gummitülle, ich muss das noch ein bisschen oben machen, dass das Licht und was auch, genau. Und diese Gummitülle, die ist nicht richtig in das Loch gedrückt worden. Die ist nicht richtig montiert. Die sitzt nur halb drin. Und das ist genau, glaube ich, das, was ihr auch gemeint habt. Durch den Verkauf an diesen italienischen Hersteller ist tatsächlich die Qualität von Stieger augenscheinlich massiv in den Keller gegangen. Und ihr habt auch
geschrieben, dass hier diese in Kunststoff gelagerte Antriebswelle irgendwann ausschlägt. Also da habe ich natürlich große Bedenken, dass ich solche Probleme hier auch noch irgendwann finde. Nicht gut, überhaupt nicht gut. Und das kann es auch nicht sein für so ein teures Gerät. Ich sag mal, das Ding hat hier, das war ein Angebotspreis. Für die Maschine selber habe ich 900 Euro bezahlt. Die beiden Akkus plus das Ladegerät haben nochmal 600 Euro gekostet. Das sind 1500 Euro für einen Mäher, der eine Schnittbreite hat von 48 cm. Das ist richtig viel Geld. Und da kann man auch erwarten, dass hier die Qualität stimmt und dass sich der Hersteller bemüht, hier ein vernünftiges Produkt an seine Kunden abzugeben. Und was überhaupt nicht geht, und dafür gibt es eine glatte 6. Und ich habe es ja auch im letzten Video kurz erwähnt, was überhaupt nicht geht, hier ein stumpfes, ein ungeschliffenes Messer an euch, an uns, an die Kunden zu verkaufen. Ich habe das Messer jetzt geschliffen und habe es ausgeschaltet, Sicherheit. Das ist natürlich echt super, ne? Elektromotor, Akku einfach auf die Seite legen. So, das ist hier das Messer. Und das sieht man jetzt nicht so gut, ich müsste es abschrauben. Und das war eben tatsächlich komplett stumpf. Ich musste das erst mit der Flex bearbeiten und habe es dann mit der Feile noch nachgeschliffen. Und man sieht auch hier schon wieder so kleine Ausbrüche. Ja, also ich hatte das Gefühl, dass der Stahl gut ist, also hart, also dass es schon ein relativ robuster Stahl ist. Aber grundsätzlich geht das überhaupt nicht. Und das Allerschärfste ist, dass in der Bedienungsanleitung steht, dass man hier nicht drin rumfummeln darf, sondern dass das ein Fachhändler für euch machen muss, dieses Messer nachzuschärfen. Also, liefern sie einen stumpfen Mäher aus und dann schreiben sie noch in der Bedienungsanleitung, dass man das Ding nicht selber nachschleifen darf. Ja gut, also das ist eigentlich das Schlimmste gewesen, was mir aufgefallen ist. Sonst scheint alles in Ordnung zu sein. Hier haben wir natürlich eine lackierte Walze. Und jetzt wollte ich noch mal eine Sache machen. Das heißt, die lackierte Walze, wenn man damit natürlich über Steine und über Pflaster und über die Betonwege fährt, dann ist natürlich hier ruckzuck der Lack weg. Wir haben hier eine Breite von, und das ist das, was mich auch tatsächlich ein bisschen irritiert hat, eine Breite von, naja, ich bin mal großzügig, 40 Millimeter. Also die Walze ist 40 mm breit. Das Messer hat eine Schnittbreite, ganz grob, soll der passen von 48. Das heißt, die Walze ist schmaler als die Schnittbreite. Man muss also mindestens 4 cm Überdeckung fahren, damit die Walze tatsächlich ein hundertprozentig gleichmäßiges Streifenmuster erzeugt. Das heißt, ich meine, ich verstehe das konstruktiv, aber eigentlich ist diese Walze hinten zu schmal. Ich hatte mich schon gewundert, weil sie müsste ja eigentlich genauso breit sein oder zumindest fast so breit sein wie die Schnittbreite, damit die Streifen auch komplett in der ganzen Breite ausgeprägt werden. Also, ja, da bin ich leicht geschockt. Trotzdem sieht man es nicht, glücklicherweise. Also, aber Heidewitzka. Ja, das sind so Sachen, auf die habe ich natürlich selber nicht geachtet. Und das steht ja auch nirgends. Das steht ja nicht. Und hier, lieber Kunde, die Walze ist 40 cm breit, aber deine Schnittbreite ist 48 cm. Das könnte sein, dass mit den Streifen nicht so schön aussieht. Da bleibt ja immer so ein Strich in der Mitte stehen. Könnte sein, wenn man ganz genau mäht. Hallo? Okay, gut. Wieder mal zurück. Also grundsätzlich finde ich das Gerät von der Bedienung sehr gut. Es ist wirklich gut zu fahren, es ist gut zu bedienen. Hier ist ja das Bedienfeld. Man hat hier einen Anschalter, dann sieht man gleich so die Gesamtakkuleistung. Dann kann man auf Eco schalten oder auf Maximalleistung. Dann drückt man den Knopf und zieht den Hebel. Und dann läuft die Sichel. Und wenn man jetzt Eco drückt, dann fährt er schon ein ganzes Stück runter und dann ist das Geräusch deutlich angenehmer. Und dann braucht man nur noch hier hinten den Bügel hochzuziehen, dann fährt er los. Man kann jetzt die Geschwindigkeit, machen wir wieder aus, es ist nicht ganz leise. So, hier sieht man jetzt die Geschwindigkeitsverstellung, die ist so ganz fein gerastet, ne, von Schildkröte bis zu Hase. Das finde ich nicht schlecht, ist leicht natürlich, ne, wenn man dagegen kommt, leicht zu verstellen, aber funktioniert.
Was aber einem auffällt, ist, wenn man losfährt, dann gibt es so eine Gedenksekunde und dann fährt der Meer so langsam los und beschleunigt so langsam durch. Das ist auf der einen Seite sehr gut, weil er dadurch natürlich sehr angenehm anfährt. Auf der anderen Seite ist es mir manchmal ein bisschen zu langsam. Also ich möchte schneller ins Mähen kommen. Ist eine Geschmackssache. Ist, denke ich, ja, grundsätzlich nicht verkehrt. Aber manchmal hätte ich gerne, dass der Mäher ein bisschen schneller losfährt. Gut, sonst, ja, die Verstellung habe ich ja schon mal gezeigt. Die kann man sicherlich auf die meisten Körpergrößen gut einstellen. Das wäre jetzt die höchste Stellung und das wäre die tiefste Stellung. Also das finde ich gar nicht so schlecht. Passt, ich bin ja nur 1,70 groß. Und ja, was ich noch wirklich schade, um nicht zu sagen auch schlecht finde, ist, dass ich keine Füllstandsanzeige für den Fangkorb habe. Der Fangkorb lässt sich relativ einfach rausnehmen, bleibt auch das meiste im Fangkorb drin, alles gut, aber ich sehe nicht, wie voll der Fangkorb ist. Und das finde ich sehr schade, da hätte man einfach so ein Fähnchen oder wie das eben Sabo macht, hier so ein Stoff einfach drauf nähen können und der dann runterfällt, wenn der Korb voll ist. Das hätte man auch bei so einem teuren Meer ruhig mit einbauen können. Zur Höhenverstellung ist noch zu sagen, ich bin jetzt auf der Stufe 3 und meine Schnitthöhe sind ja 12 mm. Und habe ich runtergestellt und da schleift jetzt wirklich fast der Mäher über dem Rasen. Also ich habe jetzt nicht nachgemessen, es soll ja 13 mm sein in der untersten Stufe, aber das wird jetzt richtig eng hier. Also noch ein, zwei Stufen runter und ich skalpiere den Rasen. Deswegen bin ich auf 3 gegangen. Ich hol mal ganz kurz den Höhenmesser. Oder ich kann es ja auch hier mit eben machen. Einmal ganz kurz. Ja gut, okay, das sind jetzt wahrscheinlich so 15, 16, vielleicht auch 17 mm. Ich habe ihn ein bisschen rauswachsen lassen. Habe sehr, sehr selten jetzt gemäht die letzte Woche, damit natürlich die Saat nicht zu stark belastet wird. Trotz Nachsaat kann man und sollte man weiter mähen. Wichtig ist, dass der Boden feucht ist, dass eben die Saat immer feucht gehalten wird, damit sie aufläuft. Aber es ist nicht verboten, weiter zu mähen. Also alles andere ist auch nicht sinnvoll, das Gras rauswachsen zu lassen. Und dann kann man wieder stundenlang runtermähen, um auf die richtige Schnitthöhe wieder zu kommen. Das heißt, ich mähe weiter, trotz Nachsaat. Aber ich habe eben jetzt ein bisschen seltener gemäht und deswegen passt das jetzt ganz gut. Mir war noch das Stück hier zu Ende. Ihr könnt noch ein bisschen zuschauen. Schreibt in die Kommentare, was ihr so vielleicht für ja, Rasenmäher selber habt oder welche Erfahrungen ihr mit solchen Rasenmähern gemacht habt. Schreibt, was ihr noch wissen wollt, was ich vielleicht vergessen habe. Über die Akkuleistung kann ich noch nichts sagen. Ob das Gehäuse jetzt schnell kaputt geht, verrostet und so weiter. Ob die Plastikteile halten, kann ich noch nicht sagen. Aber grundsätzlich gefällt mir das Gerät optisch sehr gut. Und finde ich, ist auch schon ziemlich solide. Ob das jetzt vom Antrieb, von der Lagerung wirklich auf Dauer hält, wird sich im Langzeitversuch zeigen. Selbstverständlich mähe ich mit dem Gerät hier weiter. Selbstverständlich werdet ihr das auch erleben. Bleibt also dran, wenn ihr mögt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss! Eine Sache habe ich noch vergessen, das Wenden mit so einer ungeteilten Rolle, das belastet tatsächlich den Rasen. Wenn ich jetzt den hier so wende, dann radiere ich tatsächlich mit dieser Walze über den Boden. Deswegen fahre ich tatsächlich immer so hin und her und versuche halt eben dieses Radieren durch dieses Hin- und Herfahren ein bisschen zu reduzieren. Also das ist nicht optimal. Eine geteilte Antriebswalze wäre tausendmal besser, da könnte man viel schonender wenden, um dann zurückzumähen. Hat er leider nicht. Da wird natürlich auch wieder Geld gespart, weil dann braucht man Differential, dann ist alles ein bisschen komplizierter von der Technik. Interessanterweise hat der Stiel mit 43 cm Schnittbreite eine geteilte Antriebswalze. Das finde ich ja schon ziemlich cool. Der Honda hat das mit 47 auch nicht.
Eigentlich haben die Mäher erst so über 50 cm Schnittbreite, eine geteilte Antriebswalze. Wäre eine Sache, die ich mir unheimlich wünschen würde, dass da eine bisschen bessere Technik für so teure Maschinen auch dann eingesetzt wird. Stiel, wenn Stiel mal einen Sichelmäher in 47 oder 48 mit geteilter Antriebswalze für den deutschen Markt, für den Rasenfreak anbieten würde, natürlich noch mit Akkumotor, denn Stiel hat ja gute Akkutechnik, dann würde ich jubeln, dann würde ich das Ding sofort hier auf meiner Rasenfläche einsetzen. Okay, also da ist Stieger eben nicht ganz so gut, nicht ganz so optimal, aber es geht, man kann damit arbeiten. Und normalerweise mähe ich ja diese ganz kurze Fläche mit meinem Sichelmäher, mit meinem Sportman oder mit meinem Toro E-Flex. Und nur die hohen, ich wollte die hohen Flächen vor allen Dingen hier mit dem Stieger mähen, damit ich da auch Streifen kriege. Und das war jetzt hier schon so der Extremtest. Okay, gut, jetzt habe ich glaube ich alles erwähnt. Ach so, eine Sache habe ich noch vergessen, und zwar Gewicht. Also ich finde ihn nicht besonders schwer. Also das heißt, er ist wirklich vom Gewicht her, also das Hochnehmen, auch mit den Akkus jetzt, ist er wirklich super gut zu handeln. Finde ich also überhaupt kein Problem. Auch hinten hoch, ja, hinten ist er schon ein bisschen schwerer. Das ist schon ein bisschen anstrengender. Wenn man jetzt zum Beispiel so über das Pflaster schieben will, um die Walze zu schonen, macht man irgendwann nicht mehr. Aber sonst vom Gesamtgewicht finde ich ihn echt gut. Achso, und er geht wirklich schnell aus. Ist ja okay. Es kommen nochmal die Streifen richtig schön, weil wir jetzt mit und gegen die Sonne mähen. Ach, herrlich! Fangkorb ausleeren. Ein bisschen zu. Oh. Ja, ist also super. Ist gut. Bleibt kaum irgendwas hängen. Tschack. Ich finde, er saugt auch gut hoch. Ich glaube nicht so gut, aber ist ja sehr subjektiv. Nicht so gut wie der Sabo. Huch. Aber ist auch ein bisschen Sand dabei. Ist okay. Jetzt hat er hier so einen Griff. Und da kann man ihn dann ausleeren. Gut, hier muss man wieder umgreifen. Das ist immer doof. Dann hat man hier so eine Einführungsschiene. Oh, ist gut. Ist natürlich schon cool, ne? Mit so einem Sichelmäher, mit Walze auf 15, 16 mm, vielleicht sogar bis 13 mm runtermähen zu können. Und da muss natürlich der ganze Rasenmäher sehr, sehr eben liegen, also sehr, sehr gerade liegen. Der darf nicht irgendwie gekippt sein. Sonst wird es ja auch immer solche Kanten geben in der Mähfläche. Das ist sehr, sehr wichtig und das sieht aber gut aus. So, es ist ein herrlicher Herbsttag. Wir haben endlich wieder freie Sicht. Der Bauer pflügt das Feld. Wir können wieder gucken. Das Gras sieht fantastisch grün aus, hier so ein bisschen im Gegenlicht. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Mega cool. Sehr gesund sieht der Schnitt aus. Ohne irgendwelche Schäden. Was will man mehr? Ich weiß gar nicht, wann ich jetzt endgültig Schluss mache. Ich glaube jetzt. Tschüss.